Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Tekkit. So, wieso ist eigentlich hier noch Kohle drin? So, das erste, was ich heute machen möchte, ist hier zu machen und mir dann einen Talisman of Repair bauen. So, da kann ich noch nicht rein. Wir brauchen jetzt erstmal Erde. Haben wir da noch genug dabei? Dürfte eigentlich so sein. Okay. Das heißt, einmal hier zu machen. Dann geht's hier weiter. Na. Das ist jetzt schlecht. Ah, so. Da komme ich doch raus. Jetzt dachte ich schon, hä, wo gehen die Items hin? Aber das ist ja quasi die Erde, die hier in unseren kleinen Star eingeht. Und der Cobblestone geht ja quasi in unsere Diamantenproduktion. Okay. Dann geht's weiter, hier zuzumachen. Nein. Noch nicht. Dann das gleiche hier nochmal. Hier natürlich auch. Und hier. Dann hier und hier. Denn der Dreck muss weg. Huch. Dann einmal hier hoch. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, ist doch schön. Das läuft hier doch. Und, die Erde verbrennt hier anscheinend so schnell, dass man die gar nicht sieht. Ja. Ja, ja, ja. Aber das soll ja nicht weiter stören. So, wir brauchen jetzt, die Stone Bricks. Ich hoffe mal, ich habe da noch genug von. Ich glaube zwar nicht, aber... Wenn, dann machen wir uns eben noch welche. Hier. Dann hier muss einer rein. Hier, hier. Dann müsste hier auch einer hin. Und ich habe keine mehr. So, Bricks, Bricks, Ziegel. Haben wir natürlich keine mehr. Wo ist hier Cobblestone? Einmal. Dann hier gleich noch welche draufhauen. Hier welche draufhauen. Das wieder rein und das gleiche hier auch nochmal. So. Wir machen uns jetzt mal ein bisschen Stone und es geht schon wieder nicht. Okay, dann werde ich danach gleich wieder Tekkit neu starten. Ich habe keine Ahnung, warum das zurzeit so ist, dass ich hier teilweise... Ach ja, das geht ja jetzt wieder hier, dann lassen wir das mal durchbrennen. So, der Talisman of Repair. Wo haben wir denn? Hier, Talisman of Repair. Das heißt, ich brauche Covalence Dust, Papier und Strings. Ich habe kein Papier. Ich habe kein Papier. Wo bekomme ich denn jetzt Papier her? Hier wird doch irgendwo am Wasser Papier sein, hoffe ich mal. Wie geht's denn eigentlich unser Quarry? Oh ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Die kommt bald in eine Tiefe, wo sie uns auch endlich Rohstoffe bringen möchte. Und sobald ich den Talisman of Repair habe, möchte ich mal versuchen, mir eine Mining Turtle zu bauen. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, wie denn das mit der Mining Turtle läuft. Ich würde das zwar gerne anders bewerkstelligen. Oh, da ist Zuckerrohr. Aber, ich muss da wohl... Ja. Ja, ne? Also ich lasse die auf alle Fälle unten in meiner Mine graben. Aber eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt. Aber, ja, ich habe da schon eine Lösung dafür. Ich zeig's euch dann. Vielleicht habt ihr da noch eine andere Idee, wie das Ganze vielleicht besser läuft. So, wir haben 9 Zuckerrohr, wir brauchen nur ein Papier, das sollte reichen.
So, einmal hier rein. Was ich eigentlich mal kurz probieren könnte, Options, Video Settings, Texture Pack, Default und dann wieder das BD Craft reinpacken. Das könnte jetzt nur ein bisschen dauern. Ja, ja, komm schon, komm schon. Oh, dieses Texture Pack, es dauert einfach so Ewigkeiten, bis es geladen hat. Das könnte durchaus ein bisschen schneller gehen, also da wäre ich mal dafür. Mhm, mhm. Im Moment tut sich hier gar nichts. So, dann. Mal gucken, ob es das jetzt gebracht hat. Ansonsten werde ich hier mal einen kurzen Schnitt machen. Wenn ich denn hier wieder raus darf. Ach ja, liebes Tekkit und das Texture Pack. Na komm schon. Mach hin jetzt. Oh, da vergeht wieder die Zeit hier. Das kann ja nicht sein. So, dann, back to game. Und es geht wieder. Es geht wieder, das ist schön. Ich brauche ein Papier. So, 1, 2, 3. Das sind sogar 3 Papier. Strings. Wir hatten doch hier irgendwo eine Kiste mit Monsterteilen. Und eigentlich könnte ich das Zuckerrohr... Moment mal, waren hier... Genau. Das Zuckerrohr möchte ich aber nicht mit zum Essen reinpacken. Das könnte ich eigentlich hier zu den Blumen mit reinpacken. So. Und dann packen wir da das gleich mit rein. Ich wollte Strings. Barren, Edelsteine, Diamanten... Nikolite. Monsterteile. So, 2 Strings brauche ich. So, einmal hierhin. Der Talisman of Repair. Den ganzen Dust haben wir dabei. Ich glaube, ja. So, hier der Türkise. Hier der Grüne. Hier der Blaue. Ein Papier. Und 2 Strings. Talisman of Repair. Den werde ich mir... werde ich mir hier mit reinpacken. Und meine Spitzhacke auch. Denn die wird jetzt, ihr seht selbst, die wird jetzt automatisch repariert. Genauso wie ich die Axt hier mal reinschmeißen könnte. Und wieso habe ich ja eigentlich schon wieder so viel Zeug dabei? Mhm, das ist eine gute Frage. So, genau. Mining Turtle. Mal kurz nach dem Rezept gucken. Mining Turtle, aber bitte die normale. So, ich brauche eine Diamantspitzhacke und eine Turtle. Dafür brauche ich einen Computer. Das heißt, ich brauche Stone, Glas und ein Redstone. Der Stone müsste doch eigentlich auch schon unterwegs gewesen sein. Cobblestone. So. Einmal, zweimal. Dann werde ich mir vorerst mal 1, 2, 3, 4. Und zwar brauche ich hier die 15 Stone. Hebe ich mir mal auf. So. Dann hätten wir das. Dann können wir erstmal die Stone Bricks nehmen und da wieder zumachen. Hier, hier, hier. So, dann kommt hier einer hin. Und hier brauche ich noch Erde. Jetzt komme ich natürlich da nicht mehr raus, weil da die Kiste steht. Das ist natürlich auch ein bisschen unvorteilhaft. So. Dann einmal hier den Dreck hinpacken. Zack, zack.
Einmal hier und einmal hier. So, dann sieht das Ganze doch schon wieder hübsch aus. Ja, noch nicht ganz. So. Zack. Ja, Mining Turtle. Mining Turtle, Mining Turtle. So, Mining Turtle, eine Turtle, ein Computer. Das heißt, wir brauchen hier Stone. Wir brauchen einen Redstone und ja, mit dem Glas habe ich jetzt ein Problem, denn ich brauche eine Glasscheibe. So, wie ging die denn? Ah ja, so. Und das hier wieder mit rausnehmen. Also, einmal hier den Stone mit reinpacken. Eine Scheibe hier. Ein Redstone hier. Das heißt, wir haben einen Computer. Zack, dann brauchen wir eine Chest. Da haben wir doch noch genügend rumliegen. Holz. Eine Chest. Moment, ich möchte mir ja gleich zwei Mining Turtles bauen. Das heißt, ich brauche zwei Chests und es wird schon wieder Nacht. Oh, kann es denn wirklich sein? Ja. So, dann brauchen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einen Redstone und ein Glas für einen zweiten Computer. Zack. So, zwei Computer, zwei Chests und das müsste Eisen sein, oder? Turtle. Genau, 1, 2. Und dann brauche ich ja noch zwei Diamantspitzhacken. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Sicher ist sicher. Zack. So. Zwei Diamantspitzhacken. So, lasst mal hier kurz in die Truhe gucken. Also eine hätten wir noch hier. Die sollte ich vielleicht mal kurz reparieren, denn die ist nicht mehr ganz voll. So. Und haben wir denn noch drei Diamanten? Ich sehe schon wieder, ich verhungere schon wieder fast. So. Diamanten haben wir natürlich keine mehr. Wie sieht's denn hier hinten aus? Einer. Bum, 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 bum. Haben wir noch Tanks, ne? Aber wir hätten eine Menge Zinn. Moment mal, kann ich das Nikolait nicht verbrennen? Gucken wir mal. Das würde mich jetzt interessieren. Haha, guckt euch das mal an. Nikolait ist zu was zu gebrauchen. So, ich bräuchte bitte drei Diamanten, ne? Wow. Wow. Okay, eins, zwei, drei. So, neue Diamantspitzhacke. Dann mal hier kurz da drauf gehen. Die zweite Diamantspitzhacke. Einmal und zweimal. Das heißt, die erste Mining Turtle und die zweite Mining Turtle. Die werde ich jetzt gleich mal programmieren. So, einmal meine Spitzhacke hier wieder mit rausnehmen. Ich muss doch in die Mine. Abwärts, es geht abwärts. So, denn diese Mining Turtle, die kann ich entweder programmieren, dass sie quasi einen Tunnel gräbt. Der ist zwei breit oder zwei hoch. Also fragt mich jetzt nicht, wie es mit den Programmen aussieht. Da habe ich keinen Schimmer von.
Oder ich habe die Möglichkeit, ihr zu sagen, du baust quasi so und so viel in die Tiefe, so und so viel nach rechts und so viel nach unten. Jetzt müsste ich die quasi hier oben hinstellen und zu ihr sagen, sie soll quasi 4 nach unten graben und in die Tiefe. Das heißt, ich muss aber meinen Tunnel hier ein bisschen hoch verlagern. Höhlensound. Aber ich habe keine... Doch, ich habe noch Holz dabei. Das ist gut. Dann werde ich mir nämlich eine Leiter bauen. So, mal ein paar Sticks machen. Nein, keine Zäune! Ja, baue ich mir echt Zäune? Ich glaube es nicht. Da war ich wieder zu schnell. Komm, einmal hier die Zäune nach oben. Das Papier auch. Wieso habe ich denn hier noch 3 Diamanten? Hatte ich die noch im Inventar vorhin? So, das heißt, wir werden jetzt einmal... Nee, am besten ist es eigentlich, ich gehe hier nach oben. Okay, Leiter. Also wenn ihr hier eine Möglichkeit wisst, dass ich quasi hier die Turtle hinstelle, also wo ich jetzt die Pipe gesetzt habe, und der Turtle sagen kann, sie soll nach oben graben. Was ich natürlich mal machen könnte. Moment mal. Ich will mal kurz was ausprobieren. Könnte ich der vielleicht mit Minus sagen? So. Also, wenn ich der jetzt sage, mein. Aha. Nein, nicht die Origrams. Warum hat diese Mining Turtle kein Mine? Das ist jetzt komisch. Normalerweise müsste diese Mining Turtle den Befehl Mine haben. Okay, dann hat sich das eh erledigt. Also wenn ihr wisst, wie ich die quasi nach oben graben lassen kann, nach rechts graben lassen kann und in die Tiefe graben lassen kann, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich es doch so machen, wie ich es geplant habe. Das heißt... Ich brauche hier eigentlich... Moment mal, ich glaube, ich brauche hier dann nicht mal... Das würde mich jetzt mal interessieren. Also, sie gräbt normalerweise 2 hier lang und... eigentlich könnte ich die hier doch schon mal graben lassen. So. Einmal... Tunnel und ich möchte gern, dass sie 50 Blöcke in die Tiefe geht. Moment mal, die hat 9 Slots. Das sind 6 mal 50, sind 300, sind 5. Ja, lassen wir sie erstmal 50 graben. So. Das heißt, und ich sollte der vielleicht ein paar Fackeln mitgeben. So, wir haben hier natürlich keine Kohle mehr, denn die setzt auch automatisch Fackeln. Komm, hör mal auf hier. Einmal hier schon nach oben bauen. Ich brauche zuerst mal ein paar Fackeln. So. Lass mich doch raus hier. So, einmal hier wieder zumachen. Ich hole mir jetzt erstmal ein paar Fackeln. Wieso brennt es hier die ganze Zeit? Oh, ich glaube, ich spinne. Da fangt meine Kiste Feuer. Und ich weiß auch, dass man mit der... Also für den Mining Turtle richtige Programme schreiben kann. Nur da müsste ich mich wirklich mal reinlesen. Also so wie ich es jetzt geplant habe, ist es eigentlich schon mal in Ordnung. Ich brauche Kohle. Ach komm, dann nehmen wir uns die 36. Was soll der Geiz? Und ich bräuchte, glaube ich, noch ein paar Sticks, oder? Ja. Ich brauche Sticks. Einmal so. Zack. So, das sollte eigentlich erstmal reichen.
Ja. Und was wirklich schade ist, dass man zum Beispiel an der Mining Turtle, also ich glaube nicht, dass das geht, direkt gleich eine Item Teleport Pipe anbringen könnte. Denn bei der Mining Turtle muss man, so wie es aussieht, die Items immer aus dem Inventar rausnehmen. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Wir werden die einfach von Zeit zu Zeit mal entleeren. So. Ach ja, das sind doch ein paar Fackeln. Also, das heißt, Mining Turtle. Einmal. Die gräbt dann nach rechts. Und hier das Gleiche. Wir geben der Mining Turtle mal die 64 mit. Nein, ich möchte da jetzt bitte noch nicht schreiben. Die 64 mit, die können wir eigentlich gleich hier mit reintun. Zack. Okay, dann werden wir die mal loslegen lassen. Also. Tunnel. 50. Wieso gräbt die jetzt in... Ach so. Ja, das macht nichts. Dann ist dann eben... Ja, aber das möchte ich eigentlich nicht. Na, Moment mal. Doch, das passt so. Die gräbt dann hier quasi... Moment mal, wo habe ich die jetzt hingestellt? Eins, zwei, hier habe ich drei. In die Mitte. Ach, das passt schon. Das passt, glaube ich, schon. Also. Tunnel. 50. Das ist doch schön. Das gefällt mir. Da arbeiten im Prinzip hier... Das Einzige, was ich machen muss, ich muss die dann quasi hier hinstellen. Doch, das müsste gehen. Da muss ich hier nicht mal großartig hier rumtun. Das ist sauber. Wieso brennt es hier? So. Wow. Wow. So, ich möchte mal gucken auf die Uhr. Ja, es ist schon wieder Zeit. Es ist schon wieder Zeit. Leute, ich werde hier mal eine kurze Aufnahmepause machen. Ich bin gleich wieder da bei euch.